Und dann kam eben auch einfach die Frage, wie kann das denn sein? Ich mache mich jetzt die ketogene Ernährung, ich ernähre mich ketogen und ich habe trotzdem immer noch die ganze Zeit Hunger. Hallo und herzlich willkommen hier bei Florence's Keto World, deinem Kanal rund ums Thema Ketose, ketogene Ernährung und exogene Ketone. Mit neuen Videos jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 12 Uhr. Wissens- und Kochvideos, einfach nur dein Kanal, alles was du wissen musst rund ums Thema Ketose. Und das ist auch etwas, das kommt häufiger vor, also es ist nicht untypisch, dass man trotz ketogener Ernährung Hunger hat. Das kann verschiedene Gründe haben und darauf möchte ich heute einfach drauf eingehen, aber vor allem auch ein paar Tipps, was kannst du tun, wenn du trotz ketogener Ernährung noch Heißhunger hast. Wir alle entscheiden uns ja eigentlich für eine ketogene Ernährung oder zumindest der Großteil davon. Es gibt ganz unterschiedliche Ziele, die man hat mit der ketogenen Ernährung. Aber eins davon ist auf jeden Fall, hallo lieber Markus, hallo Gabi, ist auf jeden Fall, dass wir weniger Heißhunger haben. Stabiler Blutzucker, stabiler Insulinspiegel bedeutet eben auch weniger Lust auf Süßes, weniger Heißhunger. Und das ist, warum ketogene Ernährung für so viele Menschen genial ist, weil sie dann nämlich auch einfach weniger Süßes essen und damit ihrer Gesundheit was Gutes tun und damit meistens dann auch abnehmen. Ich habe hier irgendwie einen Stich. Na, wunderbar. Egal. Genau. Jedenfalls machen wir eigentlich die ketogene Ernährung, beziehungsweise die ketogene Ernährung und die Ketose sind ein super Zustand gegen Heißhunger und um eben die Gelüste in den Griff zu bekommen. Wie kann es denn sein, dass man dann trotzdem Heißhunger hat, wenn man sich doch eigentlich ketogen ernährt? Und zwar macht man da manchmal vielleicht diese typischen Anfängerfehler, die einfach vorkommen. Also gerade auch wenn man neu startet mit der ketogenen Ernährung, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir die Fette möglichst hoch halten. Das heißt, zu wenig Fett kann dazu führen, dass du trotzdem Hunger hast. Denn Fett ist dir das Element, was dich satt hält. Und wenn du schon die Kohlenhydrate weglässt, dann musst du eine andere Makronährstoffgruppe erhöhen. Und in dem Fall sind das die Fette. Denn die Fette sind das, was dich dann satt hält. Und deswegen ist es wichtig, dass du mit dem Fett nicht sparsam umgehst, sondern dass du wirklich auch ausreichend Fette in deine Ernährung hinzufügst, gerade wenn du neu startest mit der ketogenen Ernährung. Also keine Angst vor Fett. Fett macht nicht Fett. Was dick macht, ist Zucker in Kombination mit Fett oder Zucker losgelöst. Also Zucker ist eben das, was uns dann auch irgendwo dick macht. Ja, Fett ist es nicht. Fett alleine kann dich gar nicht dick machen. Das geht allein biochemisch nicht. Das ist ein anderes Thema, aber also kannst mir gerne vertrauen. Fett alleine wird dich nicht dick machen, wenn du es mit Gemüse kombinierst oder auch mit Proteinen. Also von daher, da auf jeden Fall auf die Fette schauen, gerade auch wenn du neu dabei bist. Und wenn du merkst, du hast Hunger trotz der ketogenen Ernährung, dann bitte schau, dass du die Fette erhöhst. Vielleicht auch ein bisschen die Proteine nach oben schraubst. Vor allem, dass du aber mal misst, ob du überhaupt im Zustand der Ketose bist. Ganz viele nutzen nämlich eine Tracking-App, was total Sinn machen kann für viele, einfach am Anfang. Ich bin da kein Freund von. Ich mache das lieber ohne Tracken, habe auch einen Ansatz, der ohne Tracken funktioniert, den ich auch schule. Aber tatsächlich benutzen ganz viele eine Tracking-App und die sagt dann, hey, die Makros passen soweit, aber ich habe trotzdem irgendwie Hunger. Ja, vielleicht bist du gar nicht im Zustand der Ketose. Vielleicht solltest du mal messen, ob du im Zustand der Ketose bist, weil wenn du nicht in Ketose bist, dann kann es eben gut sein, dass du deswegen auch immer noch Hunger hast. Weil es ist tatsächlich der Zustand der Ketose, der auch das Hungerhormon Ghrelin ein bisschen senkt und wo wir dann einfach auch weniger Hunger haben. Aber wenn du nicht in Ketose bist, dann kannst du diese Benefits gar nicht haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du auch deine Ketose misst. Am besten misst du die über Blutmessung. Das heißt, du kannst dir ein Blutmessgerät besorgen. Ist eine tolle Investition. Spart dir auch das Tracken, weil so kannst du nämlich ganz individuell schauen, ob deine Makronährstoffverteilung zu dir passt und du sparst dir die App. Das heißt, du kannst einfach mal reinpieksen in den Finger und dann kannst du schauen, okay, bin ich überhaupt in Ketose? Ganz viele sind gar nicht in Ketose und dann müssen wir ein bisschen was verändern. Dann muss man ein bisschen einfach schauen, okay, vielleicht sind doch zu viele versteckte Kohlenhydrate drin, zu viel Zucker, vielleicht konsumierst du zu viel Eiweiß, zu wenig Fette im Vergleich und dann kann ich das alles aus der Ketose schmeißen. Vielleicht hast du auch Stress. Und Stress oder auch zu viel Insulin kann eben auch dafür sorgen, dass du nicht in Ketose kommst oder auch, dass du eben ständig Hunger hast. Denn tatsächlich, wenn wir viel Stress haben, ist es so, dass wir ja vermehrt Cortisol ausschütten, dass unser Körper aber auch permanent, also der Stoffwechsel ist permanent am Arbeiten. Das heißt, wer viel Stress hat, der ist eigentlich ständig im Zucker- und Fettstoffwechsel und entsprechend haben wir natürlich auch einen erhöhten Verbrauch, aber auch einen erhöhten Blutzuckerspiegel und einen erhöhten Insulinspiegel über einen längeren Zeitraum, weil das einfach der Sinn ist von Stress, dass der Blutzuckerspiegel sich erhöht, dass sich damit auch Insulinspiegel erhöht. Und wenn wir eben dann immer einen hohen Insulinspiegel haben, dann haben wir auch mehr Schwankungen im Blutzucker und dann fällt es uns auch schwerer, vielleicht einfach satt zu bleiben. Deswegen haben wir dann auch Hunger, obwohl wir uns ketogen ernähren oder eben Heißhunger. Oft auch eine Insulinresistenz kann auch ein Grund sein, warum du trotzdem Hunger hast, denn Insulin
ist ja dafür verantwortlich, dass auch die Nährstoffe in die Zelle kommen. Insulin ist ein sehr, sehr wichtiges Hormon, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Haben wir aber zu viel davon, weil wir eben zum Beispiel sehr viel Zucker, Kohlenhydrate gegessen haben, weil wir sehr häufig essen, ist es so, dass man eine Art Insulinresistenz entwickeln kann, nämlich dass die Zelle resistent wird gegen das Insulin nicht mehr andocken kann und damit die Nährstoffe nicht mehr in die Zelle können. Die Zelle hat also das Gefühl, sie bekommt nicht genug Nährstoffe, obwohl sie ja eigentlich schon ziemlich voll ist mit allen möglichen Zucker und allen möglichen Nahrungsmitteln. Trotzdem hat sie das Gefühl, sie bekommt nicht genug Nährstoffe und signalisiert dann eben Hunger ans Gehirn. Hey, ich kriege nicht genug Nährstoffe, füll mal nach. Ja? Das ist das Problem bei der Insulinresistenz, dass eben auch dann die Nährstoffe nicht mehr so richtig ankommen können. Kann übrigens auch bei bestimmten Darmproblemen der Fall sein, dass der Darm bestimmte Nährstoffe nicht richtig aufnehmen kann und deswegen dem Kopf oder dem Gehirn eine Art Mangel suggestiert wird und wir deswegen dann auch Hunger haben, obwohl wir vermeintlich alles richtig machen. Ja? Das legt sich dann auch mit der Zeit, da muss man einfach schauen, okay, ist irgendwo ein Mangel vorhanden, vielleicht mal ein Blutbild machen, mal so eine Bestandsaufnahme gucken, okay, wo könnte was fehlen, was kann ich vielleicht supplementieren, damit das einfach besser wird. Ganz viele stellen auch wirklich fest, dass es einfach besser wird, wenn sie bestimmte Supplemente dazu nehmen. Das muss man sich aber individuell anschauen, was da passt. Ja? Ganz viele haben auch noch zu viel versteckten Zucker oder Kohlenhydrate in der Ernährung, gerade bei sowas wie Soßen, Senf, Essig. All diese Sachen ist oft versteckter Zucker drin. Einmal führt das eben dazu, dass du aus der Ketose rausfliegst, deswegen nicht permanent in der Ketose bist und dann entsprechend natürlich auch Probleme hast, satt zu bleiben. Und das führt eben dann auch wieder zu Hunger. Denn was macht uns Hunger? Zucker und Kohlenhydrate machen hungrig. Warum? Auch wieder mit dem Blutzuckerspiegel hängt das zusammen. Der steigt an, wenn du Kohlenhydrate, Zucker konsumierst, dann wird Insulin ausgeschüttet, dann fällt er wieder ab, dann hast du wieder Hunger, weil oft fällt man in Unterzucker, ja. Ein Teufelskreis, wir essen wieder und dieses Spiel geht eben voran. Deswegen ist die ketogene Ernährung oder auch Low-Carb-Ernährung so genial, weil du einen stabilen Blutzuckerspiegel hast mit weniger Schwankungen, entsprechend auch weniger Einfälle, weniger Einbrüche, weniger Unterzucker, dadurch auch weniger Heißhunger. Normalerweise, außer es liegt eben ein anderes Thema vor, wie dass du zu wenig Fette hast, dass du eben dann auch entsprechend zu wenig Kalorien zu dir nimmst. Ich hatte ein Gespräch mit einer Dame und die hat eben auch dieses Thema gehabt. Die hat gesagt, hey, sie hat Hunger trotz ketogener Ernährung. Und ich habe dann einfach mal gefragt, okay, und sie sagte, und trotz Tracking-App mache ich alles richtig. Und jeder, der eine Tracking-App verwendet, weiß ich ganz genau, okay, der zählt auch Kalorien, beziehungsweise die Kalorien werden dir angezeigt. Ich habe sie dann gefragt, wie viel Kalorien sie denn zu sich nimmt. Und was sie mir gesagt hat, hat mich schockiert. Sie hat gesagt, 1100 Kalorien. Und selbst das schaffe ich nicht immer. Da muss man dann nicht weiter suchen, woher der Hunger kommt. Die Dame isst einfach zu wenig, ja. Das ist ein Riesenthema und vor allem deswegen muss ich sagen, solche Tracking-Apps, boah, da habe ich manchmal echt ein bisschen eine Abneigung dagegen, weil viele geben da natürlich ein, schnelle Gewichtsabnahme, weil klar, jeder, der Keto macht, um abzunehmen, möchte schnell abnehmen. Gibt also eine schnelle Gewichtsabnahme, kriegt ein riesen Kaloriendefizit vorgeschlagen, ja, teilweise 1200 Kalorien, das ist so das, wo sich die meisten Tracking-Apps dann einpendeln, wenn es heißt, ich möchte gerne ein Kilo die Woche abnehmen oder mehr, ja, weil man ist ja übermütig und man ist ja hochmotiviert. Und das ist eben das Problem, dass wir dann ein zu großes Kaloriendefizit haben, zu wenig essen. Das hat nicht nur die Folge, dass wir dann Hunger haben, weil wir unserem Körper einfach zu wenig zu essen geben. Ja? Immer wenn der Körper zu wenig zu essen bekommt, dann macht er automatisch, kriegt er natürlich Hunger und signalisiert, hey, ich brauche hier ein bisschen Energie, ein bisschen Nahrung. Das ist das eine. Machen wir das zu lange, ist es aber auch so, dass das Hungergefühl weniger wird. Ja, deswegen, wir haben dann weniger Hunger. Und dann heißt eben oft auch von solchen Leuten, ich kann gar nicht so viel essen. Das ist aber ein Problem, weil dann sollte man trotzdem schnell mal die Kalorien ein bisschen erhöhen. Denn wer permanent zu wenig isst, der läuft echt Gefahr, dass sein Grundumsatz, sein Stoffwechsel in den Keller schießen und dass man damit dann auch echt Probleme hat, weiter abzunehmen. Der Körper ist dann permanent in einer Notsituation, permanent im Notzustand. Dann kommt noch Stress dazu, wo er sowieso eben die ganze Zeit am Arbeiten ist und versucht irgendwie die Energie hochzuhalten, ja. Und der Körper passt sich halt immer an, wenn wir ihm zu wenig geben und wenn wir nun mal als Frau, sage ich mal, nur 1200 Kalorien essen, das ist einfach der Bedarf von einem Kleinkind, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir dann immer nicht mehr schaffen abzunehmen, weil der Körper seinen Grundumsatz nach unten fährt. Und damit wird auch der Stoffwechsel langsamer, damit gehen allerlei andere Probleme mit einher, wie auch mit der Schilddrüse kann es eben zu Themen kommen, dass die Schilddrüsenhormone durcheinander kommen, die Sexualhormone kommen durcheinander. Zu wenig Essen ist immer, immer scheiße. Das kann man einfach sagen und es ist einfach, deswegen bin ich auch so ein bisschen gegen diese ganze
Kultur von wegen, ja, einfach weniger essen, mehr bewegen, möglichst hohes Kaloriendefizit zum Abnehmen. Mag kurzfristig funktionieren, langfristig hat das aber größere Folgen. Und deswegen macht es viel, viel, viel mehr Sinn, dass wir verändern, was wir essen und nicht wie viel wir essen. Und im nächsten Schritt können wir dann auch anpassen, wie viel wir essen, ja, dass man dann schaut, okay, jetzt hast du schon was abgenommen, jetzt hast du ein Plateau, du bist trotzdem gut satt zwischen den Mahlzeiten. Vielleicht geht man mit dem Fett ein bisschen runter, damit das körpereigene Fett einfach auch ein bisschen angezapft wird. Aber zu wenig essen ist immer ein riesen, riesen Thema. Und die meisten Leute, die auch zu mir ins Coaching kommen, die haben genau dieses Thema. Die essen einfach zu wenig. Und dann muss man auch gar nicht lange nach anderen Gründen suchen, weil alle Probleme, die sie haben, gehen einfach damit einher, dass sie ihrem Körper zu wenig Energie zur Verfügung stellen. Jemand, der sehr viel Stress hat, der braucht einfach nochmal mehr Energie, ja, weil der Stoffwechsel die ganze Zeit am Laufen ist. Und wenn wir dann noch zu wenig essen, dann noch sehr viel Sport machen, ja, den Körper dann auch nicht richtig nähren mit dem, was er braucht, dann kriegen wir echt ein Problem auf Dauer. Dann kann das wirklich zu Themen führen, wie auch hormonelle Disbalancen. Dann ist alles durcheinander, ja, dann funktioniert der Darm nicht mehr so richtig. Und eben dann auch kriegen wir eine Disbalance im Sättigungs- und Hungerhormon, also Leptin, Sättigungshormon, und Ghrelin, das Hungerhormon, die geraten durcheinander. Und bei vielen kommt es dann echt zu Heißhungerattacken, wenn sie über den Tag zu wenig essen, sich da einschränken, ja. Vielleicht noch ein Fasten dazu nehmen, einfach zu viel Stress dem Körper zumuten. Und dann kann eben Hunger trotz ketogener Ernährung entstehen. Und in den meisten Fällen entsteht Hunger trotz ketogener Ernährung eben einfach, weil man zu wenig isst, weil man zu wenig Fette isst oder weil man einfach nicht in Ketose ist. Das sind eigentlich die drei Hauptgründe. Ganz viele stellen auch fest, okay, hey, ketogene Ernährung ist vielleicht auch nicht das, was für mich gemacht ist. Ja, ganz viele sagen dann auch, hey, ich habe dann angefangen, wieder Kohlenhydrate zu essen und plötzlich lief alles gut, ich war satt, ich habe abgenommen, ich fühle mich super, ich habe total viel Energie, und dann denke ich mir so, Wahnsinn, sehr cool, dann ist dein Körper einfach auch für Kohlenhydrate zum Verstoffwechseln gemacht und dann kannst du das auch gerne tun. Ja, aber wenn man jetzt Hunger hat, trotz der ketogenen Ernährung, dann sollte man sich echt mal anschauen, okay, passt da alles von den Fetten, von den Kohlenhydraten, vielleicht auch isst man tatsächlich zu wenig, gerade wenn man so eine App benutzt, und deswegen bin ich auch kein Fan von Tracking-Apps und sag lieber, hol dir lieber ein Ketose-Messgerät und miss, ob du in Ketose bist, weil dann kannst du nämlich ganz genau für dich individuell schauen, ob du alles richtig machst. Ja? Ich kenne trotzdem Leute, die mit all diesen Maßnahmen immer noch Heißhunger haben. Ja, ist aber auch oft, also Heißhunger, wenn man dann umstellt in ketogene Ernährung, das ist aber auch oft der Sache geschuldet, das sind oft Menschen, die vorher schon sehr viele Diäten gemacht haben und auch vorher sehr oft im Kaloriendefizit, in einem großen Kaloriendefizit gegessen haben. Und die fangen dann an, mit der ketogenen Ernährung wieder mehr zu essen. Ja, der Körper kriegt mit, okay, boah, jetzt gibt es wieder mehr zu essen, mega, jetzt gibt es wieder bessere Zeiten, ich bin nicht mehr in einer Notsituation, ich bin nicht mehr im Hungerzustand, im Überlebensmodus. Hey, jetzt signalisiere ich mal richtig viel Hunger, damit möglichst viel reinkommt, damit ich dann auch Reserven habe, ja. Und dafür muss man nicht schlank sein, um dieses Phänomen zu erleben. Also das haben auch viele dickere Menschen, die gerne abnehmen wollen, die dann anfangen mehr zu essen und plötzlich merken, sie haben wieder mehr Hunger. Ja, das ist einfach auch wieder eine automatische Reaktion vom Körper, dass er einfach sagt, okay, hey, jetzt fülle ich auf, weil ich weiß ja nicht, wann wieder eine Notsituation kommt. Und bei den meisten Leuten ist es halt echt so, wenn man viele Diäten macht, auch viele Crash-Diäten, viele Kaloriendefizit-Diäten, dann ist es so, dass man ja dann mal wieder zwischendrin mehr isst, dann nimmt man wieder zu, weil man einfach mehr Hunger hat, dann fängt man wieder an, weniger zu essen, in den ersten Monaten quält man sich dann, in den ersten Wochen, dann hat man plötzlich wieder weniger Hunger, weil der Körper sich wieder anpasst, und ihr seht, das ist ein ständiges Auf und Ab. Das ist halt langfristig einfach keine Möglichkeit, kein Ziel. Ja, langfristig ist es keine Option. Was langfristig hilft, ist einfach seine Ernährung komplett umzustellen, Lebensmittel auszutauschen, nicht daran fallen, weniger zu essen, dann wieder mehr zu essen, dann wieder weniger zu essen, sondern einfach zu schauen, ich nähere meinen Körper mit dem, was er braucht. Ich schaue, dass mein Blutzuckerspiegel stabil bleibt, dass meine Hormone in eine Balance kommen. Und dann ist es langfristig ein Ansatz, der sich auch gut leben lässt und wo die meisten Leute dann auch langfristig Erfolge haben. Ja? Und wer jetzt trotzdem Heißhunger hat und es einfach nicht in den Griff bekommt, da bin ich halt Riesenfan der exogenen Ketone, weil die exogenen Ketone können dabei helfen, dass der Blutzucker-Insulinspiegel niedrig bleibt, stabil bleibt, dass wir weniger Heißhunger haben, und da sind die Ketone echt der Wahnsinn. Fast jeder, der mit Heißhunger zu kämpfen hat und der die Ketone nimmt, der hat weniger Heißhunger. Und das ist echt ein riesen, riesen Ding. Ich kenne mehrere Leute, die sich ketogen ernähren und die trotzdem mit Heißhunger-Themen hatten.
Ja? Die haben dann angefangen, die exogenen Ketone zu trinken. Exogene Ketone, ganz kurz, sind einfach fixfertige Ketonkörper, die man dem Körper von außen zuführt und die dich auch in den Zustand der Ketose bringen, die aber vor allem auch dafür sorgen, dass dein Blut- und Insulinspiegel niedrig bleibt, dass du weniger Entzündungen im Körper hast, dass du mehr Energie hast, eben weniger Heißhunger hast. Und die meisten, die mit Heißhunger zu kämpfen haben, wirklich, ich würde echt mal sagen, 98-99%, die haben dadurch plötzlich ihren Heißhunger in den Griff bekommen und haben sich trotzdem ketogen ernährt. Ja, also nicht jeder, der sich ketogen ernährt, hat all diese gleichen Vorteile wie jemand anderes. Manche haben echt noch mit Heißhunger zu kämpfen und denen können die exogenen Ketone enorm, enorm gut helfen. Wenn du mehr zu den exogenen Ketonen wissen möchtest, kannst du mir gerne eine Nachricht schicken, dann versorge ich dich mit Informationen. Wir haben auch eine sehr, sehr coole Facebook-Gruppe, wo es auch allerlei tolle Testimonials gibt, ganz viele Interviews mit Ärzten, Experten, wo auch einfach der Mechanismus der exogenen Ketone erklärt wird. Es gibt immer mehr Studien zu dem Thema und für mich ist das ein ultimatives Wundermittel. Also ich will es so gar nicht nennen, aber tatsächlich ist es einfach etwas, boah, wenn ich sage, jeder, der exogene Ketone nimmt, der profitiert in irgendeiner Form davon, weil die einfach so viel im Körper bewirken. Ich habe es selber bei mir erlebt, ich erlebe es jeden Tag bei meinen Kunden, bei meinen Partnern, bei allen, die ich damit betreue und die auch damit arbeiten, was es da für tolle Ergebnisse gibt. Und die exogenen Ketone, dazu gibt es immer mehr Forschung, die sind immer mehr im Kommen, sind aber auf jeden Fall ein Versuch wert, wenn du eben trotz ketogener Ernährung mit Hunger, Heißhunger zu kämpfen hast und auch alle anderen Maßnahmen nichts mehr bringen, wie Fette erhöhen, mehr essen und so weiter. Ja? Also oft ist es einfach auch mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Es ist wie beim Abnehmen. Abnehmen ist multifaktoriell, sage ich immer so gerne. Es sind einfach mehrere Punkte, die eine Rolle spielen, anstatt nur wie viel du isst, was du isst, sondern auch wirklich einfach, was bist du für ein Typ, wie ist dein Stoffwechsel, wie ist deine Körperkomposition, wie viele Diäten hast du schon gemacht, wie sieht es mit deinen Hormonen aus, wie sieht es mit deinem Darm aus. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, Punkte, die einfach eine Rolle spielen.